das Wort der Kollege Streibel von den Freien Wählern. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Demokratie war noch nie so schön wie heute. Was die Debatte hier im Haus zeigt, Demokratie muss lebhaft sein und es muss die freie Rede vorherrschen. Und das ist so schön, dass eigentlich alle da mitmachen sollten, auch das Volk. Und wenn ich die Anmerkung von Herrn Zellmayr und der CSU sehe, dann die jetzt die Urheberschaft für manches erheben, dann kommt einmal schon die Gedanken, denn Sie sagen, Sie haben die Koalition mit dem Volk. Vorher von Herrn Schindler haben wir gehört, aus der Bayerischen Verfassung, das Volk ist der Souverän und das Volk bestimmt. Und die Staatsregierung ist eigentlich nur die ausführende Organ. Und wenn man dann sagt, man ist ein Koalitionär mit dem Souverän, dann erhebt man sich selbst zum Souverän. Und das ist falsch. Das ist ein völlig falscher Blickwinkel, der hier auf dieser Seite ist. Und wenn man dann sagt, man ist auf der Augenhöhe mit dem Volk, nein, das Volk steht über uns. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und das ist eigentlich der richtige Weg und die richtige Sichtweise. Und Herr Schindler, Ihre Ausführungen waren höchst interessant. Jetzt wissen wir, was die SPD einmal war, aber was sie heute ist, wissen wir noch nicht. Denn dass die Ehren vor 70 Jahren, also dass da große Ehren erworben wurden, das ist richtig. Aber man muss auch heute immer wieder für die Demokratie kämpfen und dafür die Demokratie eintreten. Deswegen ist es auch legitim, wenn wir als Neulinge hier im Haus das Thema auch immer wieder auf das Tableau heben. Denn Demokratie ist keine Urkunde, die man irgendwann mal verfasst und ins Bücherregal stellt und verstauben lässt, sondern um Demokratie muss man tagtäglich ringen. Und das ist das, was wir hier tun und das ist das, was auch das Volk machen möchte und will. Denn, meine Damen und Herren, die Politik handelt eigentlich immer vom Zusammen- und Miteinandersein der verschiedensten Akteure in einem Land. Und da entsteht dann eben auch Politik, wenn die Menschen ihre verschiedenen Meinungen und ihre Vielfalt artikulieren und zusammenbringen und daraus dann was Neues entsteht. Und das ist eigentlich der Sinn auch der Politik, nämlich die Freiheit. Die Freiheit, dass man immer wieder einen Neuanfang setzen kann und immer wieder was Neues erringen kann. Und hierfür ist es wichtig, dass es den Raum der freien Rede gibt. Und gerade durch die plebiszitären Elemente wollen wir und müssen wir Räume der freien Rede und der Freiheit schaffen. Räume, in denen die Menschen ihre Verschiedenheiten artikulieren und zusammentragen können, damit hier durch die Vielfalt der Meinungen dann was Neues entstehen kann und die Menschen auch mitgenommen werden. Es geht hier um politische Teilhabe der vielen. Und hierzu gehört es natürlich dann auch, dass hier auch die Informationen vorher fließen, dass hier auch die Menschen aufgeklärt werden und auch mitgenommen werden. Und was wichtig ist und richtig ist, in Bayern gibt es die meisten Volks- und Bürgerbegehren und hier werden die Menschen auch mitgenommen. Und das ist eine ganz zentrale Sache. Und wenn ich hier auf Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si verweise, der sagt, einen privilegierten Platz in der politischen Auseinandersetzung haben die Einwohner vor Ort. Die sind zu hören und die sind mitzunehmen. Aber er sagt auch, Beteiligung verlangt Information. Und deswegen brauchen wir auch hier neue Instrumente der Information, so wie wir es in der Opposition immer wieder vorgelegt haben, Informationsfreiheitsgesetze, Transparenzgesetze. Hier müssen die Menschen auch die Informationen erhalten und erhalten können, damit sie letztlich dann auch entscheiden können und mitgenommen werden können. Wenn ich diese Informationen nicht gebe und wenn ich die Menschen nicht mitnehme in der Information, dann kommen Ergebnisse, die man nicht wünscht. Dann ist der Raum für Populisten da, die das Volk missbrauchen können. Aber wir brauchen ein aufgeklärtes, mündiges, informiertes Bürgertum. Und diese Voraussetzungen müssen wir auch hier schaffen und immer wieder neu schaffen. Und das ist auch der Blick dann auf die rechte Seite. Wenn Sie es ernst meinen mit mehr direkter Demokratie, dann ebnen Sie auch den Weg
für die Informationen für die Bürger. Nicht das Durchregieren, so wie es die CSU oft gerne sagt und auch macht, ist das Motto dieser Zeit, sondern das Motto der Zeit ist, den Bürger ernst nehmen, dem Bürger die Informationen geben, dass er selber entscheiden kann und dann die richtigen Entscheidungen treffen wird. Dankeschön.